Okay, ich mache weiter. Das Panel hier beschäftigt sich halt eben diesmal mit Alternativen, mit ökonomischen Alternativen zum Kapitalismus. Und ich möchte allerherzlichst unsere Gäste begrüßen. Das ist einmal Silke Helfrich. Sie ist Commons-Aktivistin und sie ist im Commons-Institut hier in Deutschland aktiv. Silke entfaltet eine breite publizistische Tätigkeit. Zuletzt erschien von ihr das Buch Commons für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat. Wir hoffen auch auf eine Live-Schaltung zur Baglar Frauenkooperative. Diese Frauen organisieren sich in Diyarbakir in Ahmet und versuchen halt eben eine ökonomische Tätigkeit zu entfalten im Spannungsfeld von kommunaler Ökonomie, antipatriarchalen Kampf und Selbstverwaltung. Wir begrüßen auch Professor David Graeber. Er lehrt Anthropologie an der London School of Economics und ist in etlichen libertären und anarchistischen Gruppierungen organisiert. Er gilt als Denkvater oder Initiator des Occupy-Movements. Und bekannt ist sein Buch Schulden, die ersten 5000 Jahre. Des Weiteren begrüße ich Penny Wonisu. Sie ist Mitglied der Gruppe Plattform für Autonomie, Autarkie und Gleichheit, die sich darum bemüht, eine Selbstorganisation ihrer Mitglieder zu fördern. Im Rahmen des Call of Papers Programms ist Aziz Aslan bei uns. Sie studierte Volkswirtschaftslehre an der Marmara-Universität und sie macht gerade ihre Doktorarbeit zum Thema Wirtschaftspolitik der demokratischen Autonomie. Ich gebe jetzt Silke das Wort. Ja.